Aber das ist auch weit über 200 Meter tief. Aha. Hier waren wir, glaube ich, auch schon, aber trotzdem würde ich einmal hier... Oh, wir müssen... Haben wir das Dings mit? Oh, oh. Oh, oh. Uah. Das war knapp. Haben wir das Dings mit, dieses Schweißgerät? Haben wir das mitgenommen? Wir haben es nicht mitgenommen, ne? Ich bin so doof. Scheiße. Fuck. Okay, wir müssen hier zurückkommen. Weil hier sind noch Türen, die verschlossen sind, glaube ich. Also müssen wir jetzt Richtung... Warte mal, da ist Norden, Nordosten. Also Richtung Süd-Südwest müssen wir uns merken. Ich düse jetzt ganz schnell zurück. Richtung Süd-Südwest müssen wir uns merken. Wir müssen das schon diesen Schneider mitnehmen. Da habe ich ganz vergessen, verdammt. Also Richtung Süd-Südwest müssen wir. Und dann tief tauchen. Weil der Laserschneider ist ja wichtig, dadurch kriegen wir ja Türen offen. Und vielleicht finden wir da noch was Wichtiges drin. Aha. Yeah. Na, mein Dicker? Wie geht's dir? So. Also Richtung Süd-Südwesten. Aber das mit dem Salz und der Röhrenkoralle, das ist ja geil. Das kriegen wir ja richtig gut hin mit dem Wasser. Das muss man ja auch erstmal alles rausfinden beim Survival-Game, dass man, was man alles braucht für bessere Ressourcen und so, ne? So, ich drehe die Seemotte schon mal, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Süden, Südwesten, also die Richtung. So. Ich wollte ihn eigentlich fangen. Welcome aboard, Captain. So, was wollte ich jetzt? Achso, das Werkzeug mitnehmen. Können schon wieder was essen. Aber schon kriegen schon wieder Kohldampf. Also jetzt in-game, ne? So bin ich da nicht vorher auf die Idee gekommen. Wo ist denn der Schneider? Oh nein, haben wir den verloren beim letzten Mal? Oh, da müssen wir uns einen neuen basteln. Uff. Okay. Dann müssen wir uns einen neuen basteln. Werkzeuge. Laserschneider. Eine Batterie, Titan. Och nein. Haben wir echt den Laserschneider verloren, wo wir gestorben sind? Ernsthaft? Haben wir den echt verloren? Das gibt's doch nicht. Ich war felsenfest davon überzeugt. Da haben wir den irgendwo anders reingepackt. Nur zur Sicherheit einmal nachgucken. Oh, wir haben sogar Diamant. Ich dachte schon, wir haben nichts mehr. Oh, ho, 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 ho. Okay, warte. Was brauchen wir noch? Eine volle Batterie und Höhlenschwefel. Höhlenschwefel und eine volle Batterie. Wir haben... Haben wir alle Batterien? Wir haben keine Batterie mehr? Haben wir die alle in die Geräte drin? Okay, dann können wir uns nochmal eine Batterie bauen, die wir mit Kupfererz und zweimal den Pilz. Kupfererz, zweimal Pilz. Eins, zwei und Kupfererz. Hier. So. Daran eine Batterie. Und dann dürfen wir theoretischerweise uns das schon bauen können, ne? Laserschneider. Ja. Nice. Haben wir den echt verloren? Ich dachte, wir hätten den aufgesammelt. Aber ist ja nicht schlimm. So. Habe ich schon gewundert. Das heißt, wir können jetzt nochmal was essen und was trinken. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Also ab zu unserem Aquarium. Hallo, Freunde. Na, schwupps, schwupps. Und schwupps. So, Nahrung. Mh, lecker. Schön am Grill. So, dann den nochmal.
Und dann würde ich sagen, warte mal, wir machen erstmal Essen. 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 Trinken. Und dann nehme ich nochmal eine mit, vorsichtshalber. So. Gut. Dann sind wir wieder gestärkt und gesättigt und können jetzt in die Richtung düsen, um da nochmal alles zu untersuchen, weil jetzt sind wir voll ausgerüstet. Mal gucken, ob Charlie Harper da auch wieder rumexistiert. Was war das denn? Oh, gut, oh, gut. Richtung Süden, Südwesten war das, ne? Und dann tief tauchen. Haben wir gesagt. Schauen wir mal, ob wir das wieder finden. Es wird gerade sehr dumm. Das ist ein Metallschrott. Ja, das sieht, glaube ich, richtig aus. Das war ja schon sehr tief. Ist es nicht hier sogar schon? Ja, hier ist es sogar schon, oder? Nee. Oder? Ah, nee, hier ist das, was so tief ist, ne? Ja. Süden, Süden, Westen. Ja, Entschuldigung. Okay, dann war das doch ein... Hä, war das nicht Westen? Oh, ja, 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 ja. Norden, Nordwesten? Warte, warte, das war doch hier irgendwo. Oder war das hier zwischen irgendwo? Ich sollte gleich mal reparieren, ne? Au. Kann das sein, dass das irgendwo hier zwischen... Ich repariere mal eben. Passing 100 meters. Mit der 5. So. Nein. Es ist die falsche Taste. Ich wusste es. Es war 50-50 Chance, war es gewesen. Es war die 50... Es war 50-50 Chance. Es tut mir leid. Es war die 50-50 Chance. Und jetzt im Dunkeln werden wir das wahrscheinlich gar nicht wiederfinden, wa? Wo ich mein Glück wieder kenne. Wo könnte es sein? Wir sind ja hier so reingeflogen, ne? Da liegen Teil. Da ist da. Hier, das sieht gut aus. Da sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Da waren wir, glaube ich, noch nicht gewesen. So, dann schneiden wir das mal offen. So. Schön mit dem Laserschneider. So. Und dann haben wir's. Weg da. Ich komme. Probe sammeln. Keine Ahnung, was es ist. Ich nehme es mit. Das war's. Das war's gewesen. Was haben wir für einen Blueprint denn gekriegt? Lass mal gucken. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was es war. Es war... Zyklop? Feuerlöschanlage. Ach, krass. Okay. Nee, ist immer noch eine 1. Ach ja, den Glastisch. Stimmt, den hatten wir ja ganz vergessen. Der ja auch so unheimlich wichtig ist. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht drin, ne? Oder? Oder waren wir da schon drin? Weiter auf der Suche nach Ressourcen. Oh, ja, 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 Entschuldigung. So, schauen wir mal. Können wir da rein? Oder ist das einfach nur eine Dekotür? Das ist, glaube ich, nur eine Dekotür. Ja, was ist denn da unten? Was, eine Höhle? Tatsache. Lol. Aber hier waren wir, glaube ich, drin. Ja, wir waren... Ah, nee, hier, Laserschneider. Die versuchen wir jetzt mal aufzuschneiden. Ich hoffe, das klappt soweit.
Puh, hoffentlich geht unser Sauerstoff jetzt nicht aus. Ich würde nochmal, glaube ich, Sauerstoff auftanken, bevor wir dann da reingehen. Bevor wir dann, So. Einmal auftanken, bitte. Und dann direkt los. Mit der Taschenlampe geht's dort rein und dann gucken wir mal, was uns da drin erwartet. Was haben wir denn hier alles? Modifizierungsfragment statt. Ja, 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 geil. Ja, Mann, aber 2 von 3, 1 fehlt noch. Taucheranzug, geil. Ja, Mann. Ladestation, Energiezellenfragment. Geil. Die Ladestation haben wir schon mal, aber uns fehlt immer noch für die Dings. Uns fehlt immer noch für, uns fehlt quasi immer noch für, das erweiterte Terminal. Immer noch fürs erweiterte Terminal. Glaube ich, eine Blaupause. Eine Energielade. Ja! Rubin. Okay, wir brauchen 2x Rubin. Den Rest kriegen wir so hin. Also müssen wir auf Rubinsuche gehen. Das ist, glaube ich, nicht allzu schwer. Oh, warte mal. Ja, doch, ist auf, lautlos. Rubin. Wollte ich mal gucken, was haben wir denn sonst noch? Der Fabrikator. Stufe 2 wäre noch ganz cool. Wo haben wir ihn denn? Bin ich jetzt blind? Kernstabzelle können wir, ja, könnten wir auch herstellen, wenn, wenn wir die Teile dafür hätten. Fabrikator. Verstärkter Taucheranzug. Der Taucheranzug aus starken Synthetikfasern sorgt für physischen Schutz und ein besser Überleben bei extremen Temperaturen. Ach krass, Diamant und synthetische Fasern. Können wir synthetische Fasern überhaupt bauen? Mal gucken. So, wo ist der Fabrikator? Fabrikator? Da. Modifizierungsstation. Das ist, glaube ich, die Modifizierungsstation, die wir, oder? Ja, ne? Müsste ja sein. Da fehlt uns noch ein Teil. Vielleicht liegt es ja hier irgendwo in der Nähe. Wäre natürlich supi, ne? Ja, den Anzug werden wir uns auf jeden Fall auch... Den Anzug werden wir uns auf jeden Fall auch irgendwie craften. Den neuen. Wärmefragment. Bioreaktorfragment haben wir alles schon. Also liegen die Sachen einfach rum auch teilweise. Das ist interessant, gut. Was war hier? Hier war irgendwas. Konnte gerade irgendwas... Achso, das Vieh da. Der Fisch. Der Fisch. Hier unten ist ja nichts, ne? Ehrlich gesagt würde ich da auch gar nicht nach unten. Aber vielleicht ziehen wir auch einfach weiter und gucken, ob wir noch was finden irgendwo. Mann, dieses eine Fragment, das kann doch jetzt nicht so schwer sein zu finden. 30 Sekunden. Naja. Wir düsen mal weiter und dann gucken wir mal. Waren wir hier schon drin? Entschuldigung. Ah ja, da waren wir schon drin gewesen. Oder? Doch. War ja unsere erste Anlaufstelle, glaube ich. Wir sollten auf jeden Fall auch Ausschau nach Rubin halten. Weiß halt nur nicht... Maximum Depth reached. Weiß halt nur nicht, wo... Ich vergesse das immer mit den 200 Metern. Weiß halt nur nicht, wo wir Rubin noch sonst wo finden. Wir haben es ja durch Zufall mal entdeckt gehabt. Also jetzt immer so ein bisschen die Augen offen halten nach Schrott. Also nach so Wracks und nach roten Rubin. Eigentlich fällt's auf. Und wenn wir Diamant finden, wäre auch schön. Können wir auch mitnehmen direkt. Ich weiß nicht, was das für Geräusche gerade waren, aber es ist mir auch egal. So. Ruhe im Karton hier.
Da waren wir, ne, oder? Ja, wir sind jetzt einmal im Kreis geflogen, glaube ich. Ja. Geflogen, sag ich mal. Wieso sag ich mal fliehen? Ich bin noch nicht am Fliehen. Schon lange her mit, Breath Edge. Schon sehr lange her. Mein Gott. Ah, ich weiß noch, Breath Edge, wie gut das einfach war. Das kann ich nur wärmstens empfehlen, das Let's Play. Oder das Game generell. Das hat so einen guten Humor. Da geht's ja auch noch hin. Wo geht's denn da hin? Schön vom Himmel abgestürzt runter in die Tiefe des Ozeans. Ist hier Rubin irgendwo dran? Wenn wir schon einmal hier sind. Was? Da unten ist wieder dieses Sauerstoffding, ne? Ja, 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 ja. Hier war irgendwo... Da ist das Sauerstoffteil. Und hier war auch irgendwo der riesengroße Leviathan. Und hier war auch noch was, wo wir noch nicht waren. Erstmal reparieren. Ich hoffe, der lässt uns in Ruhe. So. Jetzt einmal Sauerstoff tanken. Und dann wieder raus. Ja, 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 ja. Ich will nur wissen, ob ich hier was zum Scannen kriege. Gibt's Bohrarm? Haben wir schon? Ausgang? Was? Ausgang? Hey, wo war ihr Ausgang? Hier geht's nirgendwo rein, das kann ich mir... Das glaube ich ja beinahe gar nicht. Oh nein, der Ding ist auch hier. Charlie, Vapor. Moin, Charlie. Da geht's nirgendwo rein. Charlie Warper ist auch wieder am Start. Aber Temperaturen? Ja gut, die sind jetzt 14 Grad, ne? Wegen dem Anzug überlege ich jetzt nochmal, weil so richtig so... Heiße Gebiete hatten wir jetzt auch noch nicht, ne? Vielleicht gibt es das unterirdisch noch ein bisschen mehr. Gut, hier ist nix. Das würde ich mir da gerne mal angucken. Charlie, lass mich in Ruhe. Das ist Schrott, toll. Hat sich gar nicht gelohnt hierhin. Ich glaube, hier hat sich's gar nicht gelohnt. Hier ist überhaupt nichts. Frag mich, was denn mit Ausgang hier irgendwie war. Das war's. Gut, dann haben wir das auch gesehen. Dann düsen wir direkt weg hier. Kann doch jetzt nicht so schwer sein, die... Aua. Es kann doch jetzt nicht so schwer sein, die letzten Sachen zu finden, oder? Für das Teil. Ich meine, wir haben wieder ein paar gute Sachen gefunden, so ist es nicht. Wir mal eben was trinken. So. Einmal eine Flasche Wasser in den Hals und dann geht's schon weiter. Die Wasserdestillationsanlage, die müssen wir ja auch noch bauen, ne? Da hoffe ich ja, dass wir das auch irgendwann hinkriegen. Weil das wird so viel erleichtern, wenn wir da Wasser filtern könnten. So. Hier ist das Korallenriff. Was wirklich sehr, sehr schön und beeindruckend aussieht, muss ich sagen. Oh. Entschuldigung, Glubschi. Das ist keine Rubin, ne? Nein. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe auch bisher noch keinen weiteren Rubin gesehen. Auch in der letzten Aufnahme nicht. Und hier habe ich auch noch gar keine Wracks irgendwie gefunden. Vielleicht doch mal so ins Landesinnere. Landesinnere. Wohlgemerkt. Ach, ist das schön. Sieht halt alles so mega interessant aus, dass man da auch so groß erkunden kann. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir, wie gesagt,
da verloren gehen. Da ist wieder der Elektroheld vom Erdbeerfeld. Wo geht's denn da hin? Geht's da überhaupt irgendwo hin? Ich frage für einen Freund. Ist da irgendwie was oder ist da gar nichts? Okay, das ist weit, 200 Meter, aber da ist glaube ich nichts. Wahrscheinlich ist... Oha. Wahrscheinlich ist da auch erstmal so nicht zu finden. Vielleicht irgendwann, wenn wir tiefer tauchen können. So. Werden wir die Tiefsee besiegen? Werden wir tiefer als 200 Meter kommen? Ja, das werden wir. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Nein, natürlich nicht. So. Gut. Lass mal schauen. Hier vielleicht irgendwie... Weil das sieht doch hier ganz interessant aus. Als könnte man hier was Interessantes finden. Entschuldigung. Warning. Maximum depth reached. Ja. Entschuldigung. Bin schon weg. Ach ja, hier war diese Insel. Diese Insel, von der ich sprach.